Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Kampf um Galaxie WB02. Heute mit einer Gesprächsrunde. Wir haben ja in der letzten Folge, was haben wir gesehen, eine riesige Weltraumschlacht, die den Kampf um die Galaxie im Prinzip entschieden hat. Und jetzt möchten wir noch ein kleines Nachgespräch führen, die Leute fragen, was sie so erlebt haben, was sie vielleicht auch in Zukunft mit ihrer Zivilisation machen würden. Ja, mit wem fangen wir an, Tumlo? Achso, ich habe Tumlo noch nicht vorgestellt. Entschuldigung, Tumlo. Siehst du, ich bin heute nicht mehr, also nicht wirklich, bin ein bisschen abwesend. Das hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht. Also Tumlo. Da sieht man mal diese Zacken, die einfach nur versuchen, ihre Propaganda durchzubringen und die anderen einfach komplett ignorieren. Das geht doch nicht. Ja, das war ein geschickter Trick, ne? Einfach so tun. Ah ja, tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Bin ein bisschen abwesend, ne? Ja, okay. Mit wem fangen wir denn an? Ich würde sagen, demnach zu urteilen, was du gleich noch in deiner Aufnahme zeigen willst, der läuft, fangen wir doch mal mit dem guten Kadros an und hören uns an, wie bei ihm gleich das Schluchzen beginnt. Oh ja, Kadros, du hast, glaube ich, den größten Verlust aus diesem galaktischen Krieg hinnehmen müssen, denn dir wurde von den Amatar die Benutzung der KI verboten, nicht? Das ist leider richtig, die Taschentücher liegen auch schon bereit. Und das bedeutet, dass die ganzen Planeten, die du so akribisch mit deinen KI-Bürgern gefüllt hast, bald leer sein werden. Wenn wir jetzt die Zeit mal weiterlaufen lassen. Kannst du kurz die Zeit weiterlaufen lassen, dann werden wir das mit beobachten. Ja, also ich schätze mal, dass so 5 oder 6 Planeten noch übrig sind. Ich nehme mal gerade den Friedensvertrag an, das ist nämlich noch ein älteres Safe. Ich zeige gerade mal. Ja, die werden jetzt hier alle auseinandergenommen, steht bei mir. Disassembling. Genau, da ist jetzt erstmal bei mir so ein großes Fenster, von wegen das Gesetz gut geändert. Genau, jetzt habe ich 4 Planeten verloren. Einer, achso, das ist was anderes. Und ich mache eine Pause raus, ne? Jo. Und ich glaube, zum Monatswechsel sollte es eigentlich dann aktualisiert werden, nicht? Dann müssten die ganzen Roboter genau, weg sein. Roboter. Steht zwar, dass es länger dauert, aber es ändert sich zum Monatswechsel einfach. So, dann geht's mal los. Jetzt Taschentücher bereithalten. Jetzt sehen wir hier schon der kleine Vertragsfehler. Da wurde einer deiner Planeten an die Gliederfüßler übergeben. Genau, das heißt, ein paar Roboter werden überleben. Davon kannst du dann wieder eine neue Population ziehen. Genau, ich muss den Planeten nur erobern und dann kann ich wieder ans Besiedeln. Jetzt war Monatswechsel, aber ist immer noch nicht. Nee, ich dachte, das ist jetzt ein Strich durch die Rechnung. Vielleicht auch beim nächsten, immer mal schneller. Ich meine, dich würde es ja freuen, nicht? Ah, ne, jetzt sind sie weg. Genau. Aber oh, das tut ja weh. Oh je. Da ist einiges weggeschrumpft. Gesund schrumpfen nennt man das, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ja, wie würdest du jetzt weitermachen? Wenn wir jetzt mal angenommen, das würde jetzt noch weitergehen. Wir haben die Runde ja offiziell beendet. Was würdest du jetzt machen, um dich wieder aus diesem Loch rauszuhieven? Ja, also im Grunde könnte ich alles wieder neu besiedeln. Problem ist, dass halt durch das Purgen der Bevölkerung auch aus irgendeiner lustigen spielmechanischen Laune heraus sämtliche Gebäude auf dem Planeten weg sind. Sodass, ja, ich im Grunde keine Chance habe, irgendwie wieder konkurrenzfähig zu werden. Ich würde dann nach und nach halt alles besiedeln und terraformen. Das ist die Frage, wie man mich in Ruhe lassen würde, aber es ist wahrscheinlich nur noch ein Gedankenspiel. Hast du denn noch Flotte übrig oder ist da alles draufgegangen in der riesigen Schlacht? Mein großes Superschlachtschiff, diese Dreadnought, die ist momentan verschollen, aber die lebt noch und die kommt irgendwann wieder. Achso, das erklärt's auch, weil ich hatte nämlich die beobachtet, diesen Dreadnought, und der war plötzlich weg und ich dachte, hä, ist der jetzt schon kaputt? Dann ist er anscheinend geflohen. Okay. Ja. So, dann fragen wir doch jetzt mal einfach den Bösewicht, der das verursacht hat. Turanis, bist du da? Was heißt hier Bösewicht? Ich bin nicht böse. Na, du hast Genozid begangen, das ist ja wohl... In den meisten Kulturen wird Genozid als negativ angesehen. Also nicht in allen. Ja, bei dir anscheinend nicht. Genozid kann man nur an Lebewesen begehen. Das war doch kein Lebewesen, das waren nur Maschinen. Ja, wie definierst du denn Lebewesen? Also die Nephon würden da schon sagen, dass das Lebewesen waren. Das waren ja Syntheten. Ja, Syntheten sind halt Maschinen, synthetisch. Organisch ist Lebewesen. Das heißt, du zeigst dir keine Reue, du denkst, du hast hier einfach nur Spielzeuge kaputt gemacht und trägst ja, keinerlei moralische Verantwortung dafür. Ich habe die gefährlichen Maschinen kaputt gemacht, die die gesamte Galaxie gefährdet haben.
Da sieht man mal, wie schlimm dieses Amatar-Imperium ist. Friedliebende Roboter, die ein eigenes Bewusstsein haben und friedlich vor sich hin existieren und forschen, werden von denen einfach ausgelöscht. Friedlich vor sich hin existieren und forschen. Ja, ich wollte gerade fragen, also hast du dich wirklich von den Nephon bedroht gefühlt? Waren die wirklich so stark, dass du eine Bedrohung für die ganze Galaxie gesehen hast? Von den Nephon selbst nicht, sondern nur von der KI. Denn es gab schon einmal eine KI-Krise und die gesamten Lebewesen in der Galaxie ausgerottet haben. Das ist gerade mal 20.000 Jahre her. Ja, Kadros, was sagst du dazu? Wäre das möglich gewesen, dass das bei dir passiert? Die KI-Krise? Nee, absolut nicht. Die waren voll integrierte Bürger, die hatten volle Rechte, die durften nur Anführer werden, die konnten sich frei entfalten, die waren zufrieden und glücklich. Die hatten niemals rebelliert. Deswegen also... Und wir wissen ganz genau, was passiert ist, denn die Heimatwelt des letzten Aufstands haben wir in unserem Reich, im Stern Cybex Alpha. Naja, das war dem Amatar-Imperium, die Roboter einen Aufstand geprobt haben, das kann ich nachvollziehen. Das war noch bevor das Imperium existierte. Dann, Turanis, wie würdest du denn jetzt deine Zivilisation weiterführen, wenn das Spiel jetzt noch weiterlaufen würde? Also, ich würde die Friedenszeit noch abwarten und dann die Verräter vorknöpfen, den Paron-Kult und das Sultram Astrum, damit sie ihre gerechte Strafe bekommen. Wie sehe denn diese gerechte Strafe aus? Indem sie komplett von der barbarischen Regierungsform aufgehoben wird und eine friedliche Regierung bekommen. Eine so eine friedliche Regierung, wie das Amatar-Imperium hat, nicht? Ja. Oh, noch mehr, die nach einem friedlichen Genozid streben. Ja, dann fragen wir doch jetzt mal die in Anführungsstrichen Verräter, was sie davon halten. Arrius und Orun. Naja, was halten wir davon? Na naja, gut, rein militärisch werden wir uns wohl kaum dagegen verteidigen können. Unsere Möglichkeiten sind eingeschränkt, aber ich sag mal so, wir waren ja lange in einer Föderation mit dem Amatar-Imperium und haben tiefe politische, diplomatische Bindungen zu verschiedenen Systemen gehabt. Und ich sag mal so, Beziehungen sterben nicht so schnell. Und Viva la Revolution! Vielleicht hätte dann schlussendlich untergegliedert werden sollten. Vielleicht hätten ja dann auch die Tumlonen noch den einen oder anderen Trick, das eine oder andere Ass im Ärmel gehabt. Tumlo, hättest du da noch irgendwie was gemacht? Das sind ja deine Schäfchen hier, die gerade bedroht werden. Ach, wenn die Schäfchen dem Wolf in die Arme laufen, kann ich auch nichts mehr machen. Und dann war mir das irgendwann zu doof. Da sieht man mal, man kann sich nicht mal auf seinen Protégé verlassen. Wenn man nicht einmal auf seinen Protégé hört und die ganze Zeit gegen ihn arbeitet. Puh, da tun sich Abgründe auf. So undankbare Tumlons. Da muss echt schlimmer Reihus. Haben die Zacken vielleicht noch einen Platz frei? Wie gesagt, also, ich bin jetzt gerade noch. Ja, es ist sowieso nur eine Nachricht, die ich hinterlasse. Ich bin schon lange auf dem Weg in die nächste Galaxie. Ich habe das alles hinter mir gelassen. Also, Arrius, um konkret auf deine Frage einzugehen, ich habe ja schon in der Mitte der Runde signalisiert, wenn ihr eure Politik umstellen würdet und eher auf sozusagen auf euren eigenen Beinen stehen würdet und nicht euch verstecken würdet hinter einer starken Macht, dann würde ich das auch unterstützen als Zacke. Das hatte ich euch ja signalisiert. Für mich war ja das Störende nur die Zusammenarbeit, ne? Die Konflikte verhindert. Denn Konflikte sind das, was stärkt. Ja, wie gesagt, wir werden sehen. Also es wird ja leider nicht mehr wirklich für die Zuschauer sichtbar sein, aber wenn wir dann schlussendlich gewaltsam eingegliedert werden, wir werden sehen, ne? Ich sag nur, Viva la Revolution. Und es bleibt halt dabei, Arrius und ich sind die einzigen, die sich aufeinander verlassen können. Tumlo hat uns jetzt auch allein gelassen. Ja. Also das hat mich gar nicht überrascht, weil die Volonen sind ja sowieso, die Tumlonen sind sowieso nicht vertrauenswürdig. Also das hätte ich von Anfang an euch geraten, euch da fernzuhalten. Ich habe von Anfang an darauf aufmerksam gemacht, dass man nicht mit Turanis zusammenarbeiten sollte. Wenn man darauf nicht hört, dann kann ich auch nichts mehr machen. Was ist diese Stimme, die da immer wieder in mein Ohr flüstert?
Das heißt, wenn das Spiel jetzt weiterlaufen würde, würdet ihr versuchen, euch in einer anderen Föderation zu verstecken? Oder wie hättet ihr das angegangen jetzt? Wie Oron das gesagt hat. Wir sind die einzigen beiden, wo wir gegenseitig wissen, dass wir uns auf uns verlassen können. Und so hätten wir es wahrscheinlich auch weitergemacht dann. Bis zum bitteren Ende oder eben auch bis zu einer gewissen Revolution, wenn es denn sein muss. Ja. Eine dieses bittere Ende, das vermutlich sehr, sehr bald gekommen wäre. Eine weitere Bedrohung für Orun und Araios bestand ja im Norden mit dem Reich Kasulmar, das von Veit Wiesel gespielt. Wiesel, bist du da? Ja, natürlich. Ja. Ja, was sagst du denn? Du bist ja als mein Jünger und bester Schüler der Zacken hier voll auf meiner Linie gewesen. Ich war immer sehr zufrieden. Was sagst du denn zu dieser Entwicklung bei den Tumlonen, dass sie sich plötzlich von ihrem Handlanger losgesagt haben? Es war ja schon fast abzusehen. Ich war ein wenig vielleicht neidisch. Du bist gerade ganz schlecht zu hören, Liesel. Plötzlich irgendwas hast du gemacht. Du bist gerade ganz schwer. Ich habe gesagt, ein wenig neidisch, weil ich fast eifersüchtig bin. Irgendwas stimmt mit deinem also, Mikrofon, man versteht dich. Kasulmar gleitet in die Dunkelheit ab. So die Religion hat ab. Endgültig ja. ihren dunklen Pfad gefunden. Wiesel wurde vom dunklen Vortex verschlungen. Wir können ihn leider nicht mehr erreichen. Dann gucken wir mal weiter. Wer ist denn hier? Ich gehe mal entgegen des Uhrzeigersinns weiter. Wer ist denn hier noch? Hier sind die Chunapta. Ist Kadualon da? Nee, Kato Adon ist nicht da. Wen haben wir noch? Wir haben Chipmunk hier noch. Chipmunk hat ja auch sehr viele Kriege erlebt mit seinem Mundi-Protektorat. Vor allem mit der Katarianischen Union. Ging es da drunter und drüber. Am Anfang hin und her. Am Ende dann nur noch her. Am Anfang ging es da, glaube ich, um eine... Na, ich glaube, einen Krieg hast du doch gewonnen. Um das Talisker-System, ja. Aber du hast jetzt die Gelegenheit, die Geschichte umzuschreiben, weil General Feierabend gerade nicht da ist. Das heißt, du kannst deine Perspektive berichten und keiner wird dir widersprechen. Nee, eigentlich mein ganzes RP wurde ein wenig erschossen durch General. Ich wollte ja als der Beschützer der Kleinen auftreten. Schlussendlich war ich derjenige, der beschützt werden musste. Und durch das ich halt sehr lange kein Warp 2 hatte, war es schwierig, mich noch in anderen Richtungen auszubreiten. Ja, es ging so ziemlich alles gegen mich in diesem Spiel. Aber was will man machen? Und was sagt denn das Mundi-Protektorat zu der jüngsten Entwicklung bezüglich der Tumlonen, die sich dort von ihren Jüngern losgesagt haben und jetzt anscheinend überhaupt kein Interesse mehr an dieser Galaxie haben? Wie würde sich denn das Mundi-Protektorat dann in Zukunft verhalten? Gäbe es diesen angedeuteten Paradigmenwechsel im Mundi-Protektorat? Das hätte man sehen müssen. Ich habe ja mir als EP vorgenommen, da ich ja so eine Art Militärrepublik gespielt habe, dass ich über meine größeren Entscheidungen im Forum habe abstimmen lassen. Und da hätte man dann schauen müssen, was meine Generäle gesagt hätten. Hier noch einen lieben Dank an Lord Sif, Mobius, Lutok, Tepic, Timme und Zade, die regelmäßig abgestimmt haben. Ich habe das leider gegen Schluss etwas schleifen lassen. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich noch sagen, dass Lutok und Tepic meine Agenten waren. Die haben also immer so abgestimmt, dass es passt. Schweinerei so etwas. Ja, Lothik wollte gern mitspielen und ich hatte dann die Idee, dann binde ich ihn doch sozusagen hinter den Kulissen ein. Und Tepic hat dann auch noch mitgemacht. Da haben wir so ein bisschen Einfluss genommen, so, hinter den Kulissen. Und dann wirft man mir Manipulation vor. Das gibt's doch nicht. Ja, es sind selbstständige Individuen, die einfach dem Weg der Zacken gefolgt sind, ne? Ja. Was ich aber sagen muss, was ich sehr, sehr lustig fand, darauf kann man jetzt nochmal eingehen. Der ursprüngliche Plan war ja, dass wir beide als Moderatoren und eben auch in unserer Rolle immer mal wieder recht aktiv eingreifen.
aber eigentlich ab der Hälfte des Spiels haben wir das fast nicht mehr gemacht. Wir haben uns eigentlich komplett zurückgehalten. Aber trotzdem, regelmäßig wurde uns vorgeworfen, das ist eure Schuld, das war doch bestimmt ihr. Keine Ahnung, da stecken die Zacken dahinter, da stecken die Toblonen dahinter, etc. Es war sehr lustig, wie sich diese Eigendynamik entwickelt hat. Ja, die Paranoia war groß, wenn man das so sagen kann, ja. Alles, was passiert ist, das war irgendwie, haben wir das verursacht. So, wer weniger paranoid war, waren, glaube ich, die Gliederfüßler, oder? Das war immer, ihr hattet immer ein offenes Visier, ne? Shalom Don, bist du da? Ja, klein, aber zu groß. Oder so. Ja, kann man mich so hören, oder muss ich ein bisschen... Ja, wir hören dich sehr gut, ja. Groß stimmt ja, so, du bist so ja zum Fall, ja? Zum Ende hin bist du ja wieder größer geworden, ne? Da konntest du wieder expandieren, kann ich mich erinnern hier. Dass du ein paar Systeme wieder zurückgewonnen hast. Richtig, richtig. Irgendwer musste ja dann für die Drecksarbeit herhalten. Da machen wir uns ja schon seit Jahrmillionen immer mal wieder die Fühler schmutzig, das ist kein Thema. Und konnten damit halt die großartige silberne Armada, die uns seinerzeit in den Raumstaub geschossen hat, natürlich herzlichst unterstützen. Also keine bösen Gefühle, nicht, ihr seid nicht nachtragend. Das ist was für Schwächlinge. Man muss tagtäglich mit der Arbeit zurechtkommen. Ansonsten, ja, die Gliederfüßler sind sehr pragmatisch, wie ich sehe. Wie würde es denn bei euch jetzt weitergehen? Ihr seid ja im Prinzip schon perfekt entwickelte Organismen, aber wie würde es denn in Zukunft mit eurem Reich weitergehen? Naja gut, wir haben ja jetzt hier noch einige taktische Änderungen und halt auch sehr aggressives Vorgehen gegen unsere Rasse festgestellt. Das heißt, da müssten wir auf jeden Fall nochmal Forschung und Verbesserung einstellen. Ansonsten, war alles, was wir so mal auf längere Sicht geplant haben, immer jeweils für die Vergangenheit. Und aber wir hätten jetzt erstmal ganz viele Schiffe gepumpt und dann mal gucken, was dann kommt. Irgendwer kommt ja immer und will Streit. Hättet ihr vielleicht noch ein Stück von den Chunapta abgebissen? Wir hätten mindestens die Grenzen von Anu dazu mal wiederhergestellt, als wir unseren süßen kleinen Vorposten verloren haben. Tja, da kann ich mich sogar noch erinnern, der war hier irgendwo hier. Ja. Da hattet ihr so einen Spähposten gebaut. Ja. Ich erinnere mich, ja. Richtig. Und dann kam die böse, böse Flotte. Ja, du hast jetzt auch die Gelegenheit, die Geschichte umzuschreiben, beziehungsweise zu schreiben, denn Kato Alon kann dir nicht widersprechen. Also kannst du hier ganz klar sagen, wer hier der böse Aggressor war und wer dann letztlich auch nicht auf deine Falle reagiert hat, nicht? Du hast deine Falle aufgestellt. Ich meinte zu wissen, dass dieses Volk sich so verhält, wie dieses Volk sich angekündigt hatte, großmundig. Aber dem war ja nicht so. Ich muss kurz unterbrechen, denn das war's schon mit dem ungehinderten Sprechen, denn Kato Alon ist mittlerweile da. Hallo Kato Alon. Oh nein! Hi. Jetzt greift er mich wieder an. Ja, Kato Alon, jetzt kannst du dich gleich verteidigen. Konkret ging's ja jetzt um das Terraforming. Da hat ja Shalom Don ganz viel Terra geformt, um dich zu einem Angriff zu provozieren. Das hast du aber nicht gemacht. Ja, da muss ich zu sehen, das habe ich erst so im Nachhinein so ein bisschen mitbekommen. Wegen dem... Du bist gerade nicht zu hören. Ist aus Versehen das Mikro ausgegangen. Das liegt in der Bürokratie. Oder bin ich das? Nein, du bist es nicht. Aber alle schalten gerade ihre Mikrofone aus. Nein, du bist das gerade wirklich nicht, aber irgendwas stimmt hier mit den Mikrofonen. Ja, das ist verdächtig. Wenn plötzlich alle anderen weg sind, ne, dann liegt's an mir. Gut, also Kato Alon ist auch im Vortex verschwunden, wie ich das sehe. Wer ist denn noch da? Wen haben wir denn jetzt noch nicht befragt? Mich. Wer ist ich? Das war hier, sehe ich das richtig? Joki? Richtig. The Green Joki mit seinen Söldnern. Hat mir persönlich auch sehr gefallen. Kann ich ja gleich mal vorweggeben. Vor allem deine Reaktion auf uns, wo wir das erste Mal mit dir gesprochen haben. Das habe ich noch in Erinnerung. Das war, glaube ich, sehr amüsant, sehr kreativ, die Idee, dass du so getan hast, als hätten wir uns auf einen Militärkanal eingehackt und wer wir denn seien. Alle anderen haben das ohne Diskussion, ohne Zweifel angenommen, ja, dass plötzlich irgendwelche Leute da mit ihnen sprechen, die aus dem Off kommen, ja. Du warst der Einzige, der da irgendwie aufgehorcht hat und hier irgendwas stimmt doch nicht.
Ja, macht ja auch absolut Sinn. Also an Götter haben die Söldner ja nicht wirklich geglaubt. Hattet ihr keine Götter? Weil dieses Symbol, wenn ich hier gerade gucke, dieser, was ist das, ein Oktopus? Kraken? Ja, dieser Kraken. Ist das nicht ein Symbol eurer Götter? Hätte ich vermutet. Nein, es sollte eigentlich mehr so darstellen, haben überall mit, also spielen überall mit, ne? Achso, ich dachte, das ist Cthulhu, der dann irgendwie... Nee, keine Götter. Boah, Götter, super langweilig, ey. Ja, wie würden denn die Söldner jetzt nach diesem galaktischen Krieg weitermachen, wenn das jetzt noch weiterlaufen würde? Was wäre denn eure Strategie? Aufbauen und abwarten, was der Nächste zahlt und gegen wen es dann geht. Also, mein Rollenspiel ist ja relativ flexibel, was das angeht. Irgendwie Pläne selber schmieden muss ich nicht. Außer vielleicht zu gucken, bleibe ich konkurrenzfähig, bleibe ich nicht konkurrenzfähig. Aber ja, wahrscheinlich wäre es dann so gewesen, dass der General mich als Nächstes genommen hätte und entweder die Amatar angegriffen hätte oder Chipmunk erstmal komplett vernichtet. Und ist halt, also ich wäre wahrscheinlich ganz zum Schluss, wenn es nach dem General geht, erst dran gewesen. Und da hätte er dann auch ja locker gewonnen, schon vorher mit Planetenanzahl. Also am Ende wäre auch ich ein Gewinner gewesen. Was mich ein bisschen wundert bei euren Zukunftsstrategien, dass keiner sich so richtig für die Planeten des ehemaligen gefallenen Imperiums interessiert, weil die sind doch relativ stark, wenn ich hier mal drauf gucke. Die haben ja riesige, ja hier die sehr weit entwickelte Produktionsgebäude. Warum war das für euch nicht so verlockend, sich das einzuverleiben? Ja, also erstmal aus... Ich würde mal sagen, so spontan drei Dinge. Erstens habe ich es ja im Rollenspiel gesagt, keine Bürokratie. Ich hatte 5 Planeten zu dem Zeitpunkt und das habe mir dann später ja gesagt, naja gut, einen Sektor mache ich jetzt mal. Und da hätte ich da hinten einen zweiten Sektor haben müssen. Der zweite Punkt des Verlockens ist es auf jeden Fall. Also keine Frage. Die hätten einen guten Boost gebracht. Sie sind aber halt auch einfach super weit weg. Was zu dem dritten Punkt auch einfach dann führt, wenn ich irgendwie im Krieg bin, da hinten kann ich überhaupt nichts verteidigen. Also das Warscore, der quasi in der Ecke liegt, wo jeder, der da hinten dran ist, einfach mal drauf und dann Planeten besetzt und fertig ist, kann ja nicht an zwei Seiten der Galaxie gleichzeitig sein. Und deshalb habe ich auch das Liberaten war dann voll okay. Und die anderen, die, jetzt mal Frage in die Runde, die anderen haben sich da auch irgendwie nicht so besonders interessiert. Warum habt ihr das nur zerlegt, aber nicht erobert? Hattet ihr da irgendwie Angst, dass Repressalien kommen dafür? Also ich sag mal so, für mich wäre es natürlich sehr verlockend gewesen, die Gelegenheit zu nutzen und da was zu holen. Aber erstens, als Teil dieser Föderation, als relativ kleiner Teil, war da nicht so viel Mitsprache drin. Und zum anderen, wenn ich es gemacht hätte, garantiere ich auch, dass da der ein oder andere sofort draufgeschlagen hätte. Und das ist einfach so ein Ding. Der Erhalt desjenigen, was ich hatte, war schon anstrengend genug teilweise. Ja, so, dann, das hat man ja also auch... Wir Gliederfüßler? Immunity. Ja, also ich hatte ja aus dem Krieg gegen das Fallen Empire ja 2 Planeten abbekommen, weil ich den Erstschlag abbekommen habe vom Fallen Empire. Und ich habe mir kurze Zeit später Wild Weasel abgenommen. Ja, der hat glaube ich, den größten Stück vom Kuchen, das größte Stück vom Kuchen abgebissen. Der Weasel. Der jetzt immer noch im Vortex ist, glaube ich. Aber er wohnt ja da auch direkt dran, also ist logistisch schon nicht so unvernünftig, da sich dann die Planeten zu holen. Dieser Opportunist. Dann haben wir jetzt das Spielerische soweit durch. Was habt ihr denn vielleicht noch für Gedanken? Denn einige mögen es ja schon wissen, dass wir schon am nächsten Event langsam arbeiten. Was würdet ihr denn an Wissen oder Erfahrung mitnehmen? Was könnte man besser machen? Was hat euch nicht so gefallen? Wer hat da eine Idee? Ich habe eine Idee, und zwar Turanis nicht so groß werden lassen, aber am Ende ist er ja trotzdem immer schuld. Ne? Ja. Können wir auch Wissler fragen. Ich immer da müssen wir mal unseren Experten zu Wort kommen, würde ich sagen. Ja, der Experte ist auch noch da. Wissler, bist du da? Wir hatten ja also Wissler einige Male dabei zwar, gehabt. Ja. Ich fand größtenteils die höheren Wesen so sehr gerne und so...
bemüht sie sich auch versucht haben einzumischen, teilweise ein bisschen machtlos. Also ich fände es ganz, ganz cool, wenn es so eine Art Stellvertreter gäbe im Spiel, der den höheren Wesen unterstellt ist, der gefüttert wird von der Konsole mit Mineralien und Energie, keine eigene Agenda verfolgt und eigentlich nur dafür da ist, das Spiel vielleicht ein bisschen auszubalancen, da mal ein bisschen Drama zu kreieren, eine Bedrohung darzustellen, wo einzugreifen, je nachdem, wo die Game Master halt denken, da könnte man mal was Geiles machen. Also das heißt, quasi der ein Fallen Empire in unsere Diensten. Genau, ja, so ja. In der Richtung. Dass man dann eine Krise jederzeit losbrechen lassen kann, wenn es lang ist. Das ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja ein relativ, oder es ist ein vergleichsweise offenes Geheimnis, dass ich ja das nächste Event schwerpunktmäßig organisiere und Tumnu ja auch mit dabei ist und Arayus auch mithilft bei der Moderation. Und es ist eine interessante Idee, Whistler, das könnte man tatsächlich mal überlegen. Hängt halt alles jetzt von der konkreten, vom konkreten Rahmen der Organisation ab, ne? An der Stelle. Aber generell wollen wir ja, sorry, wenn ich dich abschneide, aber generell wollen wir ja das Konzept der höheren Wesen und wie die auf die andere Ebene Einfluss nehmen oder welche Macht die haben, wollen wir ja sowieso ändern. Bei der Gelegenheit wende ich mich auch gleich mal direkt an die Zuschauer. Ihr könnt natürlich in den Kommentaren dann auch eure Anregungen schreiben, das werden wir alles lesen. Und eventuell, wenn da eine schöne Idee dabei ist, machen wir das vielleicht auch, bauen wir das ein. Also ihr könnt ruhig auch eure Ideen in die Kommentare schreiben. Das lesen wir alles. Man muss halt, glaube ich, schauen, ne? Also das, was jetzt mit Utopia kommt, das ist sehr viel Neues, da ist sehr viel an neuen Möglichkeiten. Muss man jetzt erstmal sich reinfuchsen. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Da ändert sich ja einiges, ne? Ja, da kann man nicht seine Rasse einfach so nehmen, 1:1 und go. Da muss man nochmal Hand anlegen. Ich finde sowas super. So, dann möchte ich an der Stelle auch nochmal allen danken, die mitgemacht haben, auch allen Zuschauern danken, die regelmäßig zugeschaut haben, uns motiviert haben mit ihren Kommentaren. Das war immer schön zu sehen, dass da den Leuten das gefallen hat. Das ist sehr motivierend und ja, ich war überrascht, wie viel Spaß das gemacht hat, einfach nur zuzuschauen über so einen langen Zeitraum. Ja. Tumlu, dir hat es, glaube ich, auch viel Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja, glaube ich, beide nicht erwartet, dass wir am Ende so viel Spaß in dem Projekt haben. Für uns war es erstmal viel Aufwand, das Ganze zu organisieren, die Leute zusammenzutrommeln, etc. Und letzten Endes dachten wir, ja, wir gucken zu, greifen ein bisschen ein. Aber wir haben, glaube ich, beide nicht erwartet, dass es so geil wird. Ja, also ich bin da sehr, sehr zufrieden, also was ihr hier geliefert habt, das war sehr amüsant. Vor allem, als wir uns dann gar nicht mehr eingemischt haben, das lief trotzdem so dynamisch. Ich habe dann jedes Mal, wo wieder irgendwelche Zusammenarbeiten da geplant wurden oder eine Föderation geplant wurde, habe ich schon gedacht, wenn die das machen, dann wird es wieder Stagnation wie in WB01 sein. Aber irgendwie habt ihr es dann immer wieder geschafft, das umzudrehen und dann wurde es plötzlich zu einem galaktischen Krieg. Ganz toll gemacht, ja. Jo, was man vielleicht auch noch sagen sollte, auch ein Dank an 23, der immer so schön die Vertretung gespielt hat. Ja, wahre Rollenspieler. Ein Ehrenbienchen. Gerne, gerne. Für 23. Tumlo, du hast mehr Rollen gespielt als alle zusammen. Tumlo, du hast jetzt die Schlussworte. Oh, ich habe die Schlussworte. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall bei all den Leuten, die jetzt die ganze Zeit zugeschaut haben, die das ganze Projekt verfolgt haben und auch so fleißig kommentiert haben. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon sehr aufs nächste Projekt. Ich freue mich wahnsinnig auf Utopia, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagt auch nochmal alle Tschüss. 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 Klein, aber fein.